Nee, doch nicht. Hier waren wir schon. Den haben wir bestimmt ausgemacht. Wartet. Das ist was anderes, aber hier waren wir schon. Ich gucke mal auf die Karte. Das war dann, glaube ich, tatsächlich die ganze Schwarzweite. Also, ich habe vielleicht was übersehen. Das ist möglich. Oh. Au. Aber es sieht so weit aus, als wenn wir das jetzt... ja, das müsste passen. Ich würde sagen, dann war's das für die Schwarzweite. Dann gehen wir doch mal. Da oben geht's hoch. Ich glaube, wir sind da, wo wir angefangen haben. Oder? Ja, wir sind eine Runde rum. Tatsächlich. Wir sind eine ganze Runde rum. Ja. Sehr schön. Oder hier nochmal kurz. Also, sagt mal bye-bye, das war's für die Schwarzweite. Wir sind durch. Ich werde vielleicht dann auf Kamera noch, abgesehen vom Aus- und Umbild, wenn ich dazu komme, auf jeden Fall kennen wir doch. Ja, moin! Was nun? Warte. Oh, ihr wollt eine Weile alleine weiterziehen? Nun gut. Oh. Komm mit. Ich dachte, ihr würdet nie danach fragen. Tja, vermisst mich. Hängst du da fest, Mädel? Ich glaube, die hängt fest. Ich hoffe mal, das geht nicht nach hinten los. Serana, es tut mir leid und es tut dir jetzt wahrscheinlich mehr weh als mir. Was? So. Ja, jetzt kommt sie wieder mit. Hoppala. Die brauchte... Also, die ist wie so ein... Die ist wie so ein Stück eingerosteter Hardware. Manchmal braucht es einfach so einen Schlag obendrauf. Nein, schlagt nicht eure PCs. Das ist keine gute Idee. Als Tantkathedrale. Ach nee, ich wollte nicht zum Himmelsrand. Moment. Entschuldigung. Ach nee, war richtig, schon gut. Aber wir hätten auch den Fahrstuhl nehmen können, glaube ich. Ja. Den anderen Schaden am Fahrstuhl. Ach ja, so ein Tempo irgendwas. Dann, ich speichere nochmal. Ich kann gerade nicht schreiben. Dann lasst uns einfach mal, genau, die Schriftrolle der Alten abgeben. Beziehungsweise wir gehen erstmal zu Septimus, geben ihm mal sein Gedöns. Es ist Tag. Okay. Ich wollte sagen, ich werde dann neben dem Auf- und Umräumen, wenn ich dazu komme, auch nochmal die anderen Fahrstühle einfach mal aktivieren, um die Sachen aus dem Inventar los zu sein und um, wenn es ein Achievement gibt oder so, das abzugreifen. Das werde ich dann nochmal in Ruhe machen. Nach der Aufnahme. Also jetzt nicht nach der Aufnahme direkt, aber irgendwie die Tage. So. Aufrecht gehen und dann passt das schon. Ja, wo wir sie verloren haben? Die hingen einfach am Stein fest. So, wechsel mal die Kamera, weil in der kleinen Höhle besser. Da ist Septimus. So, mein Freund. Ja, moin. Grabt, Dwemer, in der Anderwelt.
Ich werde eure verlorenen Geheimnisse lüften und mich in eure Tiefen emporschwingen. Ja, kannst du tun. Aber nochmal kurze Frage. Warum bist du eigentlich so versessen, diese Schatulle zu öffnen? Die Schatulle enthält das Herz, die Essenz eines Gottes. Ich habe mein ganzes Leben den Schriftrollen der Alten gewidmet. Doch ihr Wissen ist nur eine flüchtige Wahrnehmung im Vergleich zum allumfassenden Geist der Göttlichkeit. Die Dwemer waren die Letzten, die sie berührt haben. Es hieß, sie sei von Nerevarinen zerstört worden. Doch mein Herr belehrte mich eines Besseren. Dein Herr? Wer ist denn das? Der dädrische Prinz des Unbekannten, Hermeus Mora. Ich dachte, es gäbe keine Geheimnisse mehr zu entdecken, bis ich zum ersten Mal mit ihm sprach. Er fordert einen Preis. Man muss seinen Willen ausführen. Ein paar Morde, ein bisschen Aufwiegelei, eine solche oder auch zwei. Für die Geheimnisse, die ich verkraften kann. Und dann brachte er mich hierher. Zu dieser Schatulle. Doch er will nicht verraten, wie sie sich öffnen lässt. Zum Verrücktwerden. Naja, werden wir vielleicht noch aufkriegen. Also, den einen oder anderen Mord, oder das kommt ganz drauf an. Das spricht jetzt nicht unbedingt für den Hermerius Mora, aber es klingt nach unserem Tagwerk von daher. Sag mal, übrigens, ich habe das Lexikon beschriften können. Her damit, schnell! Außergewöhnlich. Jetzt verstehe ich es. Schön für dich. Der Verschluss ist so strukturiert, dass winzigste Fraktale ineinander greifen. Dwemer Blut kann die Haken lösen, doch es lebt niemand mehr, indem es fließt. Eine ganze Palette ihrer Brüder könnte sich zusammentun, um ein Faksimile zu bilden. Ein Trick? Etwas, womit sie nicht gerechnet haben. Nein, nicht einmal sie. Das Blut der Altmeer, Bosmeer, Dunmeer, Fallmeer und Orsimeer. Die Elfen, die noch leben, sind der Schlüssel. Trag diesen Extraktor von dannen. Er wird das frische Blut der Elfen trinken. Komm zurück, wenn ihr den ganzen Satz habt. Okay, können wir machen, wenn es sein muss. Sind wir jetzt durch? Ja, das Erste. Die Dunkelheit macht mir nichts aus, aber ich habe wirklich mehr als genug Zeit in Höhlen verbracht. Ja, 1,5 Meter Abstand, Corona. Grabt, Dwemer, in der Anderwelt. Ich glaube, er hat das schon. Eure verlorenen also, Geheimnisse quasi ein DNA-Log. In eure Tiefen und das müsste ja... Okay, mal gucken. Bin gespannt. Oh. Kammerjäger! Na nü. Elendsschlund. Ja, so sieht das schon aus. Kommt näher. Wärmt euch in meiner Gegenwart. Der ist wahrscheinlich verwandt mit dem alten Gott, mit dem Parasiten aus Legacy of Kain, so sieht er jedenfalls aus. Wer bist du denn? Ich bin Hermeus Mora, der Wächter des Ungesehenen, der Kenner des Unbekannten. Ich habe euch beobachtet, Sterblicher. Äußerst beeindruckend. Beobachtet. Scheiße, Big Brother. Was willst du von mir? Eure andauernde Unterstützung von Septimus macht ihn zusehends überflüssig. Er hat mir gute Dienste geleistet, doch seine Zeit neigt sich dem Ende zu. Wenn diese verfluchte Schatulle erst geöffnet ist, hat er seinen Nutzen mir gegenüber verwirkt.
Und wenn diese Zeit gekommen ist, werdet ihr seinen Platz als Abgesandter einnehmen. Was sagt ihr? Ja, von mir aus stehen ja schon so vielen Völkern, Königen, Jarls eigentlich, Gottheiten. Ja, einer mehr oder weniger. Das ist wie, ich sammle eine Paper-Karte, ich sammle eine Netto-Karte, ich sammle eine Bäckers-Karte, was auch immer. Ist okay. In der Tat. Sprecht mit mir, wenn die Schatulle geöffnet wurde und alles wird offenbart werden. Wenn Sie meinen, Frau Doktor? Ja. Noch einer mehr, auf dessen Gehaltsliste wir stehen. Naja. Was soll's. Ich guck mal gerade eins. Schieß mich tot. Ja, ein paar Minuten haben wir noch. Gerade grob drüber gerechnet, wie wir stehen. Dann gucken wir mal hauptquest-technisch, Dawnguard-mäßig, wie es mit der Schriftrolle aussieht. Beziehungsweise, wartet mal. Ja, das machen wir dann in der nächsten Aufnahme, denke ich mal. Die können wir auch geben. Genau, wir brauchen das und das. Dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Vielleicht brauchen wir noch eine Schriftrolle da alten. Ich hoffe nicht, aber mal gucken. Aber wir haben jetzt drei Stück, ne? Ja, die, mit der sie begraben war, die von der Mama und nicht die im Inventar, wir können ja mal gucken. Blut und Drache. Die eine, die hat ja jetzt unser Freund hier, unser Mottenpriesterfreund, der hat die noch, glaube ich. Waren drei Stück, ne? Zwei oder drei? Bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ja, doch, drei. Eine hatte Serana, genau, eine von Mama. Und, naja. Oh, ist schon blind. Na toll. Ich nehme an, eure Reise war von Erfolg gekrönt? Ich sehe, dir geht's nicht so gut, mein Freund. Ich habe da noch was zum Lesen mitgebracht. Es tut mir leid, mein Freund. Ich bin euch in dieser Sache keine Hilfe mehr. Oh, oh. Ja, mein Beileid, ne? Es ist mein Fehler. Ich war in solcher Eile, die erste Schriftrolle zu lesen, dass ich die erforderlichen Vorbereitungen vernachlässigte. Ich glaubte, die Nachwirkungen zerstreuen zu können, doch ich irrte mich. Nun bezahle ich den Preis dafür. Die Binde um deine Augen, ja, ja. Bist blind? Scheiße. Blind? Ja, dem ist leider so. Gibt's irgendwas, wie euch geholfen werden kann? Ja, das ist eine gute Frage. Kann man dir irgendwie helfen, Dexion, mein Freund? Nein, es muss seinen Lauf nehmen. Und es besteht immer noch die Möglichkeit, dass ich mich nicht mehr erhole. Dann sind wir fertig, na toll. Super Aussage. Nein, es gibt einen anderen Weg. Okay. Ihr müsst euch aber fragen, wie viel ihr riskieren wollt, um Auriels Bogen zu finden. Ach ja, der Bogen, ich erinnere mich. Ja, was muss ich tun? Erzähl. Ich kann jedoch nicht garantieren, dass ihr nicht zu Schaden kommt. Die Blindheit könnte sogar noch eure geringste Sorge sein. Okay. Genau, mach dir darüber keine Sorgen, zerbrech dir nicht meinen Kopf. Du hast selber genug Mauern. Über ganz Tamriel verstreut findet man abgelegene Orte, die nur als Lichtungen der Ahnen bekannt sind. Okay. Es gibt auch eine in Himmelsrand, im Kiefernwald. Wenn ihr das Ritual der Ahnenmotte innerhalb der Lichtungen durchführt, solltet ihr die Antworten erhalten, nach denen ihr sucht. Okay, das klingt interessant. Erzähl mal mehr.
Es umfasst das vorsichtige Einsammeln der Rinde eines Kantikumbaumes, mit der ihr Ahnenmotten anlocken könnt. Wenn euch genug Motten folgen, verleihen sie euch die notwendige Einsicht, um die Schriftrollen zu verstehen. Vorsichtig Baumrinde einsammeln, das klingt spannend. Um die Tradition zu wahren, müsst ihr auf der Lichtung der Ahnen ein besonderes Werkzeug verwenden. Das Messer der Anziehungskraft. Jeder Mottenpriester lernt dieses Ritual. Aber nur wenige erhalten die Möglichkeit, es durchzuführen. Ihr solltet euch glücklich schätzen, wenn es bei euch funktioniert. Also hör mal, ich bin Drachenblut, das wird funktionieren. Außerdem steht es im Skript. Genau, muss ich die Schriftrolle in einer bestimmten Reihenfolge lesen? Nach dem, was ich in der Vision gesehen habe, liegt der Schlüssel zur Prophezeiung in der Schriftrolle der Alten, welche die Herausforderung der Götter durch das Blut der Sterblichen voraussagt. In der Schriftrolle der Alten. In welcher? Ich finde das Messer eines Mottes. Vielleicht gibt er uns ja eins. Ist es normal, dass Mottenpriester erblinden? Ja, ist es, haben wir schon gelesen. Leider ja. Es ist das unausweichliche Schicksal, das wir akzeptieren, wenn wir die Schriftrollen der Alten lesen. Normalerweise widerfährt das nur den altgedienten Mottenpriestern. In meinem Falle lag es einfach daran, dass ich mich nicht gründlich genug vorbereitet habe. Also, den ausgedienten... Das Entschlüsseln einer Schriftrolle der Alten unterscheidet sich grundlegend vom Lesen eines einfachen Buches. Es erfordert die richtigen Rituale und ein hohes Maß an Konzentration. Die Entschlüsselung einer einzigen Schriftrolle kann Monate oder gar Jahre in Anspruch nehmen, gefolgt von einer mehrmonatigen Erholungsphase. Ach du Scheiße. Das ist ja wie auf den Sack kriegen und paar Monate Krankenhaus. Genau, wie hängt das mit einer Motte und den Schriftrollen zusammen? Nun, wie ihr inzwischen sicher herausgefunden habt, heißen wir nicht von ungefähr Mottenpriester. Die Stimme der Ahnenmotte spielte schon immer eine entscheidende Rolle beim Lesen der Schriftrollen der Alten. Motten sind so gut wie lautlos. Und sie reden schon gar nicht. Tja, das war's dran, theoretisch. Oh, die Motten lesen die Schriftrollen nicht selbst, aber sie halten eine Verbindung zu einer uralten Magie aufrecht, die es den Mottenpriestern ermöglicht, sie zu entziffern. Ah. Wenn ihr genau hinhört, wenn ihr die Lichtung betretet, solltet ihr ihr Lied hören können. Einen sanften, harmonischen Gesang. Durch diesen Ahnengesang verbinden die Motten sich mit den Weissagungskräften der Ahnen, und erlauben es damit den Priestern, die Schriftrollen zu entziffern. Wie hilft das den Mottenpriestern? Weil sich die Ahnenmotten in der Nähe der Mottenpriester befinden, können diese die Verbindung und damit die Weissagungskräfte der Motten nutzen. Doch nur die widerstandsfähigsten Priester sind dazu in der Lage. Man braucht Jahre des Trainings, um die Harmonien zu interpretieren. Verstehe. Haben wir, also ich dann persönlich, also ich jetzt, eine Chance dafür? Ihr seid so weit gekommen und ihr habt mehrere Schriftrollen der Alten gefunden, ob ihr es glaubt oder nicht. Die Schriftrollen besitzen ihren eigenen Verstand. Wenn sie nicht gewollt hätten, dass ihr sie findet, hätten sie es nicht erlaubt. Deswegen glaube ich, dass ihr dazu bestimmt wart, den Gesang der Ahnen zu hören. Es gibt nur einen Weg, um das herauszufinden. Das ist richtig. Gut. Viel Glück. Ich hoffe, ihr findet Antworten auf eure Fragen. Ja. Hoffentlich erreichen wir bald die Lichtung der Ahnen. Wir sind nicht mal los. Was willst du von mir? Immer dieser Stress. So. Lichtung der Ahnen. Waren wir da schon mal? Ich bezweifle das. Wahrscheinlich Moment, Questmarker.
Ja. Ungesehene Vision. Finde das Messer an. Dass ich ihn jetzt frage, hast du sowas für mich? Nee. Hier. Lichtung der Ahnen. Oberhand verliebt. Gut zu wissen. ID Bayern. So. Ach, ich hab meine Ausrüstung immer noch nicht gewechselt, ne? Ja, gut. Halb so wild. Soll dann erstmal reichen? Sagen. Du darfst dich gerne wieder. Stink ich so doll, oder? Ja, sie hält immerhin jetzt die 1,50 Abstand ein, ne? Gut. Lange Rede, kurzer Unsinn, wie immer. Anfängliche Startschwierigkeiten, jetzt hoffentlich endlich gefixt. Werden wir in den nächsten Aufnahmerunden noch sehen. Und ich beim Offroad Camera Work, sag ich mal. Wir sind raus aus der Schwarzweite. Kann sich nicht entscheiden, ne? Wo ich die los bin. Ne? Ja. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen da. Teilt das, was euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Glöckchen nicht vergessen. Dann wisst ihr, wann neue Folgen kommen. Ich hoffe mal, ich komme auch noch zu neueren Projekten und auch zu Minecraft wieder. Ärgert mich selber am meisten, wenn ich das irgendwie vergesse, weil keine Zeit oder verblödel oder was auch immer dazwischen kommt. Hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht, die Schwarzweite. Ich bin froh, dass wir das Ding hinter uns haben. Beim nächsten Mal, ich denke mal, wir werden einfach mal ein, zwei kleine Requests machen, die Nirnwurz abgeben. Und wir lassen Biserana mal hier in der Dämmerwacht. Und dann gehen wir tatsächlich straight zum Lichtung, holen das Messer und lesen die Schriftrollen. Ich hoffe, uns passiert nichts Schlimmes. Und dann sind wir wahrscheinlich irgendwann auch mit der Dawnguard-Questreihe durch. Und dann geht's regulär weiter ohne nervige Vampire. Klammern hoffe ich. Also, wie immer euch nur das Beste. Wir sehen und oder hören uns bei der nächsten Runde Skyrim, My Time at Porsche, Minecraft oder was sonst auf dem Kanal kommt. Alt wie neu, schaut euch gerne um. Es gibt Haufen Zeug mittlerweile auf meinem Kanal. Ich mache das Ganze schon ein bisschen länger. Ne? Von daher, es war mir wie immer eine Freude. Bis zum nächsten Mal, wie mehrfach schon erwähnt. Ich habe euch geholfen, so gut ich konnte. Alles Weitere liegt in euren Händen. Danke, dass du mir in meine Abmoderation reingequatscht hast. Egal. Bis dahin. Ciao.